Hey, Emanuel. Alles klar, Mann? Ja, geht's dir gut? Ja, und dir? Geht's so. Ich hab gesehen, du bist allein in deiner Wohnung. Ja, aber das ist nicht meine Wohnung. Ach ja? Ey, ich steck schwer in der Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn los? Ach, ich bin seit 2 Tagen im Freien. Und ich weiß nicht, wo ich bleiben soll, verstehst du? Bist du rausgeflogen? Naja, ja, schon, ja. Und ich hab echt voll Hunger, Mann. Und was meinst du, vielleicht kann ich ja bei dir duschen und pennen und so. Scheint dir aber ganz gut zu gehen. Tut es aber nicht. Ich hab voll Hunger, mir ist saukalt und ich bin hundemüde. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Hör auf mit dem Schwachsinn. Nein, ich schwör's dir. Ich weiß genau, dass du allein bist. Echt, ich brauch mal was. Ja, nur für ich eine bin Nacht. Allein, aber nicht für lange. Nein, absolut unmöglich. Wenn du was dafür willst, ich kann was machen. Du kannst dafür was machen. Naja. Was? Schlafen, sonst sieht's echt scheiße aus. Das geht doch bestimmt. Das macht doch nichts. Gehst du zur Post? Ja, warte. Okay, ich warte auf dich. Guten Tag. Könnte ich vielleicht ein Telegramm nach New York aufgeben? Telegramme gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr? Jedenfalls nicht mehr bei der Post. Die macht schon ganz lange keine Telegramme mehr. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich dachte, dass man noch welche schicken kann. In all den Systemen, die es heute gibt, Internet, Handys und so, gibt es Telegramme praktisch nicht mehr. Und wissen Sie, wo es das noch geben könnte, wo Sie das noch... Vielleicht bei France Telecom. Bei France Telecom. Ja, denn die waren ja früher für Telegramme zuständig. Ach so. Gut. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob es den Dienst da noch gibt. Na gut, ich danke Ihnen. Nichts zu danken. Wiedersehen.